Kritische Situation für einen riskanten zweiten Aufschlag. 30 beide. Oh, 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 oh. Ja, das sind zum ersten Mal Nerven. 30-0 geführt, Doppelfehler, 30 beide. Man hat das eben förmlich gespürt vor diesem zweiten Aufschlag, die Unruhe bei der 16-Jährigen. Nun auf einmal Breakball für Naoko Sawamatsu. Der erste Aufschlag kommt zu selten, kommt überhaupt nicht in dieser Phase. Au, 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 au. Er zittert die linke Hand beim Ballwurf. Müsste mal der erste Aufschlag kommen, um mal so richtig durchatmen zu können, um nicht gleich wieder unter Druck zu stehen bei Venus Williams. Einstand. Schwester, Verena. Die soll noch besser sein als Vinnes. Fehler. Aus, der erste Aufschlag muss bei der Amerikanerin kommen. Matchball Nummer 2. Oh, der ist schwer. Perfekt gegen die Laufrichtung gespielt von Naoko Sawamatsu. Da ist alles drin hier. Hat keine Angst, die Japanerin. Guter Versuch da, mit der linken Hand die Filzkugel zurückzuspielen. Venus Williams mit Matchball Nummer 3. Wichtig, da lässt sie sich einmal Zeit, um durchzuatmen. Spielsatz und Sieg für Venus Williams. 2 Stunden und 37 Minuten gespielt. Ein Star ist geboren. Ich riskiere dies. Hören Sie sich den Beifall an. Ich riskiere diese Aussage wohl überlegt. Diese junge Dame wird auf der Tour wie eine Rakete einschlagen. Sensationell dieser Auftritt.
bei ihrem ersten Grand Slam Turnier, bei ihrem ersten Turnier auf roter Asche, wie sich da durchgebissen hat, lag 1:3 zurück im dritten Satz gegen eine vorzüglich spielende Naoko Sawamatsu, die alles gegeben hat, die klug gespielt hat, die aggressiv gespielt hat, die eigentlich hätte auch gewinnen können. Es war absolut offen und ausgeglichen. Und Venus Williams hier mit dem besseren Ende. Eine Spielerin, die ungeschliffen ist. Ein Diamant. Da ist alles drin, da ist alles noch zu verbessern, obwohl sie schon so gut spielt. Ein Gewinn für das Damen-Tennis ist Venus Williams allemal. Und nun haben wir genug gelobt. Der Sekunde, in der wir noch einmal diese verschlagene, beidhändige Rückhand von Naoko Sawamatsu gesehen haben. 2 Stunden 37 Minuten hat diese erste Rundenpartie gedauert. Und wir haben ein klasse Spiel gesehen. Bravo! Ein Spiel, das an die Substanz gegangen ist. Aber nur durch solche Spiele wird man sich international nach vorne spielen können. Einen besseren Auftakt hätten wir uns in der Damenkonkurrenz nicht wünschen können. Das soll es hier erst einmal gewesen sein von